In der richtigen Welt ist Rassismus eine schlechte Idee. Einfach weil wir alle Menschen sind und somit bis auf Kleinigkeiten alle gleich. Aber in einem Fantasy-Universum macht das Ganze irgendwie Sinn. Kann man das so sagen? Das klingt irgendwie, als wollte ich Elfen in ein Lager stecken. Du weißt, dass Elfen nicht wirklich existieren, oder? Ja, aber ich weiß genau, dass irgendjemand das nicht als Orks sind dumm, sondern als Tulamin sind Untermenschen interpretieren wird. Und die basieren auf Muslimen und dann regen sich die Tumblr-Fotzen wieder auf und. Nick, mach einfach das verdammte Video. Ja, ja. Ja, ja. Heißt, leckt mich arm. Es macht Sinn, weil während wir Menschen größtenteils gleich sind, sind andere Spezies in bestimmten Bereichen objektiv stärker oder schwächer. Beispielsweise sind Goblins, zumindest wenn man nach Pathfinder geht, deutlich geschickter als Menschen, dafür aber dümmer und hässlicher. Aber die Frage ist, sind alle Goblins geschickt, aber dumm? Und die Antwort lautet meiner Meinung nach nein. Sicher, Fantasy-Rassen haben eine Veranlagung zu gewissen Dingen, aber sie werden nicht vollkommen dadurch bestimmt. Orks sind zwar von Natur aus dümmer als Menschen, aber ein Ork kann trotzdem ein guter Magier sein, auch wenn er sich dafür mehr anstrengen muss als zum Beispiel ein Elf. Und natürlich gibt es immer Ausreißer. Die wenigsten Menschen sind so schlau wie Albert Einstein oder so athletisch wie Usain Bolt. Daher würde ich sagen, dass sich jedes Individuum, was Intelligenz, Körperkraft usw. So angeht, auf einer Skala bewegt. Und die verschiedenen Spezies bewegen sich einfach auf verschiedenen Teilen der Skala. Dadurch ist der durchschnittliche Ork ein starker Idiot und der durchschnittliche Elf ein schwächlicher Schönling. Das bedeutet nicht, dass es keine Elfenbarbaren oder Orkgelehrten gibt, es bedeutet nur, dass diese selten sind. Es ist außerdem wichtig zu erwähnen, dass Menschen in der Regel den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Also wenn wir mal die Zwerge als Beispiel nehmen, muss ich einen Zwerg fragen, investiere ich viel Arbeit, um ein Magier zu werden, oder nutze ich meine natürlichen Veranlagungen, um ein Schmied zu werden. Also wird er, wenn er möglichst schnell Geld braucht, eher ein Schmied oder Steinmetz als ein Schneider oder Alchemist. Und deswegen wären die meisten Zwerge, die man trifft, typische Zwerge. Einfach weil die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, relativ selten sind. Also verstehen wir, woher dieser alle Zwerge sind Gleichgedanke kommt, oder? Aber das ist in-game. Also warum haben wir diese Vorurteile? Und die kurze Antwort wäre der Herr der Ringe. Tolkien hat viele seiner Inspirationen direkt aus der nordischen Mythologie entnommen. Und mythologische Rassen wie Alben, Zwerge und Fay sind weniger richtige Völker und mehr Verkörperung von Ideen. Dazu kommt, dass es in der Geschichte um Kriege und Ringe geht und nicht um eine genaue Analyse verschiedener mythologischer Völker. Oder um es anders auszudrücken, während Aragorn ein Waldläufer ist, ist Gimli einfach der Zwerg. Oder zumindest war es die Wahrnehmung von Dungeons and Dragons, da in den frühen Versionen Rassen und Klassen gleichbedeutend waren. Also ist jahrelanges Training gleichbedeutend damit ein Zwerg zu sein. Ihr seht, wie die Stereotypen entstanden sind, oder? So, ich würde sagen, das lief ganz gut. War auch mal wieder Zeit, dass du ein Video machst. Dafür habe ich jetzt einen Uploadplan. Ein Video jeden zweiten Mittwoch. Was steht eigentlich als nächstes auf dem Plan? Ein LTAS zum Thema Prostitution. Wenn ich mehr Zuschauer hätte, würde ich mir Sorgen machen, dass sich jemand drüber aufregt. Egal, machen wir Feierabend. Wenn du jetzt regelmäßig Video machst, werde ich dann endlich bezahlt. <laughs>